Hallo, vielleicht erinnern Sie sich auch an die Lieder, die Sie in Ihrer Kindheit in dieser Adventszeit gesungen haben. Eines der bekanntesten Lieder, das auch mir immer wieder im Ohr klingt, ist das Lied Wir sagen euch an den lieben Advent. Und heute, zum zweiten Adventssonntag, zünden wir an unserem Adventskranz die zweite Kerze an und singen dazu die Strophe Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet, die zweite Kerze brennt. So nehmet euch eins um das andere an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr, schon nahe ist der Herr. Dieses Lied verweist auf das Licht, das in der Dunkelheit angezündet wird, und überall dort, wo wir eine Kerze anzünden, erwärmt sie unser Leben. Und dass wir jeden Sonntag eine Kerze mehr anzünden, ist ein Verweis darauf, dass wir das Licht erwarten, das uns an Weihnachten in besonderer Weise geschenkt wird. Diese Strophe, die wir beim Anzünden der zweiten Kerze singen, ist zugleich eine Einladung. So sollen wir uns einander annehmen, so nehmet euch eins um das andere an. Es ist die Einladung, in dieser Adventszeit Wärme und Licht besonders in das Leben jener Menschen zu bringen, die ausgegrenzt sind, die im Dunkeln leben, die eine schwere Zeit erleben. Denken wir zum Beispiel an die Menschen an den Grenzen unserer Länder. Denken wir an die Opfer in der Hochwasserzeit in diesem Jahr in unserem Land. Oder denken wir an die vielen Kranken, die jetzt in den Krankenhäusern wegen der Covid-Erkrankung liegen. Die Adventszeit, die Zeit dieser besinnlicher Lieder, ist eine Einladung, dass wir das Licht und die Wärme gerade in das Leben der Menschen bringen, die jetzt irgendwie in der Dunkelheit stehen. Dazu möchten wir Sie einladen. Bringen Sie das Licht dieser Kerzen, die Wärme dieser Kerzen in das Leben der Menschen, denen Sie begegnen.